Nach der verlorenen Landtagswahl hat sich die CDU ganz spontan von ihrem Fraktionsmitglied Norbert Röttgen getrennt. Was sagen Sie denn zu diesem Verfahren? Bauernopfer. Sonst gar nichts. Erst wird er aufgebaut von der Merkel, dann fährt er einen Schlingerkurs, also nicht sich äußern dazu, ob er in Nordrhein-Westfalen bleibt, wenn die Landtagswahl verloren geht. Merkel sagt da nicht zu, dann geht die Landtagswahl verloren und er ist weg. Merkwürdig. War ich ein wenig überrascht, hätte ich jetzt nicht direkt vermutet. Andersherum hat er sich natürlich auch nicht klar positioniert. Von daher war es auch ein bisschen zu erwarten. Also ich denke mal, dass es sicherlich für Herrn Röttgen ganz herbe Niederlage ist. Ja, mich hat es überrascht, muss ich sagen, dass es so massiv und so prompt kam, nachdem man vorher ja ihn eigentlich noch für einen passablen oder guten Umweltminister gehalten hat. Ja, ich sage immer, jemand, der auf dem Boden liegt, den muss man nicht noch drauf trampeln. Also ja, er hat halt verloren. Also warum nicht? Ja, ich finde es richtig, dass es passiert ist. Ich finde auch richtig, dass sie ihn entlassen hat, dass Angela Merkel ihn entlassen hat. Ich finde, er hat nicht fair gespielt und hat sich von vornherein immer eine Tür offen gelassen. Und insofern finde ich die Entscheidung absolut richtig. Also mir erschließt es sich nicht, aus welchem Grund man jetzt Norbert Röttgen abgesetzt hat. Wenn man das, ich denke, dass man in der Partei miteinander spricht. Und wenn man das vorher nicht gebilligt haben mag, sein Verhalten, hätte man das ja auch vorher regeln können. Und jetzt auf einmal ihn auszuschließen, finde ich nicht die feine Art.